Liebe Genossen, Comrades and Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silver und ja, auch willkommen auf unserer Regierungsbaustelle hier, Genossen. Denn die Partei hat's beschlossen, die Partei hat recht, die Partei wird sich einen neuen Hauptsitz errichten hier, mitten im Herzen von Eisenhüttenstadt, Genossen. Besser gesagt, das wird das neue, ja, rote Herz von Eisenhüttenstadt. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, ich zeige euch, was wir hier alles geplant haben. Daneben gibt es noch die Baustelle der Chemiefabriken, die ist neu, und die Baustelle der Raffineriegenossen. Da ist die Stunde auch schon wieder, das wird so schnell wieder vorbeigehen. Also ich stelle die Uhr hier und wenn ihr da Lust drauf habt, dann bleibt dabei, denn direkt nach dieser kleinen Pause geht es auch schon los. Bam, 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 bam. Ja, hallo ihr Lieben und willkommen nochmal. Ja, der rote Stern, der leuchtet auch schon schön, ne? Ja, das sieht wirklich sehr gut aus, Genossen. Das gefällt mir außerordentlich. Und ihr seht es hier, wo die Stromversorgung vorhanden ist, da leuchten auch die Gebäude schon, ne? Genau. Hier am Eingang des Regierungsviertels, Genossen, da haben wir hier zwei Wohngebäude. Und ja, die flankieren hier so ein bisschen den Kreisverkehr, der hier von diesem schönen Monument, was wir ja schon mal verbaut hatten, vor dem Dutschfurt, vor der Brücke quasi vor Eisenhüttenstadt. Ne? Da steht das ja auch schon mal, genau. Ja, und daneben haben wir hier noch zwei kleine Monumente platziert, um die zentrale Achse hier beginnen zu lassen. Ne? Denn die führt hier, ihr seht es, die führt direkt auf dieses Universitätsgebäude hinzu, das wirklich ein sehr schönes Gebäude ist und das ich hier auch gerne mit einsetzen wollte. Auf der linken Seite hier sind die beiden Botschaften, die sind schon fertig errichtet. Auf der rechten Seite sehen wir hier, dass die Ministerien noch im Bau sind, Genossen. Ne? Das Finanzministerium hier ist... Hier ist das Kulturministerium, dahinter wird auch eine neue Parteizentrale errichtet, Genossen. Die sehen wir hier. Ja. Und schlussendlich das Bildungsministerium, Genossen. Ja, das wäre nämlich die erste Reihe der Ministerien. Und was die Menschen da genau machen, ne? Ihr seht es ja hier, denn auch in diesen, in den Botschaftsgebäuden, Genossen, da können 200 Leute arbeiten und 27 Ingenieure. Was die Menschen da genau machen, das weiß man nicht, ne? Ist wahrscheinlich wie bei den meisten Verwaltungsangelegenheiten, da weiß man nie genau, was da eigentlich läuft. Und Genossen, das ist ja wahrscheinlich auch gut so, denn sonst... sonst wird man ja auch nicht mehr froh, ne? Alles Wissen macht ja auch nicht glücklich, Genossen. Das darf man nicht erwarten, ne? Ja, das sind die Baustellen hier, Genossen, in Eisenhüttenstadt. Was ist sonst in Eisenhüttenstadt passiert? Wir haben hier den Stahlexporthafen. Den wollte ich euch nämlich auch mal zeigen, denn ich denke, der ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen, Genossen. Hier haben wir den. Ja, ich scroll noch ein bisschen raus. Ja, im Rahmen der Steigerung hier unserer Stahlproduktion, Genossen, ist es mir dann aufgefallen, dass eigentlich der limitierende Faktor ja der Verbrauch ist. Und um auch die Möglichkeit zu haben, hier Stahl zu exportieren und auch innerhalb unserer kleinen Republik hin und her zu schicken, da habe ich hier diesen Verladehafen errichtet. Ihr seht es hier, das sind drei von den Frachthafenterminals. Dazu zwei von den Gabelstaplerbüros, hätte ich beinahe gesagt, Garagen. Ne? Die sorgen denn dafür, dass der Stahl von hier, vom Lager, dass das große Lager mit den 2500 Tonnen auf die einzelnen Frachthäfen verteilt wird. Ne? Ja, und wenn das Lager sich leert, das wird übrigens hier über die Straßenladestation befüllt, dann hat dieses Distributionsbüro hier die Aufgabe, das Stahlwerk direkt zu leeren. Die Genossen hier haben ja auch einen Vorrat. Und das in den Hafen zu verbringen, Genossen. Aber
das derzeitige Problem bei unserem Stahlwerk, denn das lief alles wunderbar, Genossen, das lief wunderbar. Die Produktion war immer hier am Limit, hier waren teilweise auch 500 Arbeiter vor Ort. Jetzt aber seht ihr, ich habe es runterregeln müssen hier auf 400 Mann, denn Genossen, die Kohleversorgung, das ist hier der limitierende Faktor, die Kohleversorgung. Die Kohle kommt ja hier per Binnenschiff rein. Und ihr seht es hier, ein Binnenschiff liegt hier und wird direkt, wird gar nicht entladen, ne? Na doch, wird entladen, war gerade noch am Tanken gewesen. Und jetzt leert er den Speicher aus. Aber die Versorgung reicht einfach nicht aus, Genossen. Und es ist nicht die Anzahl der Binnenschiffe, die hier nicht ausreicht, sondern der limitierende Faktor ist die Kohleproduktion, Genossen. Die Kohleproduktion hier, ne, in Strausberg, das ist der limitierende Faktor. Denn diese beiden Häfen hier, die sind ja für die Verladung der Kohle zuständig, Genossen. Und ihr seht es, hier liegen auch wieder Schiffe sinnlos in der Gegend rum. Was ist denn hier los? Ah, sogar hier kleine Unfälle. Ja, das ist wohl aber nur mehr so grafische Natur, ne? Ja, sieht trotzdem alles recht planlos aus, was hier so passiert. Hier liegt auch noch einer von den Hopper-Transportern rum. Also so ganz gefallen tut mir das nicht, Genossen. Und ich befürchte, das ist aufgrund der Tatsache, dass einfach hier die Schiffe viel zu lange zum Laden brauchen, Genossen. Ne? Ihr seht es, der so richtig laufen tut das hier auch nicht. Ja. Von daher, Genossen, was habe ich hier unternommen, um dieses Problem zu beheben? Der Schiffsverkehr ist wirklich interessant hier, ne? Die lungern hier vor dem Ladehafen für die Lebensmittel, also für das Essen rum. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die hier eine Reihenfolge einhalten müssen, Genossen. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Dass die sich so untereinander abstimmen. Hey, ich war zuerst da. Sieht so aus, als ob er jetzt losfährt, ne, und sagt, ja gut, ich warte jetzt schon am längsten hier. Okay. Naja, um dieses Problem zu beheben, Genossen, da haben wir hier im Kohlegebiet eine weitere Kohlemine in Auftrag gegeben, Genossen. Und zwar hier. Ihr seht das. Die ist auch direkt hier angebunden an den Eingangsspeicher für das sogenannte Kohlenerz, so dass alles, was diese Kohlenmine hier mit erzeugt, dann hier auch durch unsere Kohleverarbeitungsanlagen mit verarbeitet werden kann. Ne? Denn diese nicht immer am Limit, Genossen. Das ist das ist leider so. Ne? Ihr seht es hier, da geht noch was, Genossen. Hier sind auch nicht alle Arbeitskräfte da und der Speicher hier, der ist leer, Genossen, ne? Den ziehen sie so leer. Also hier haben wir noch Potenzial zur Steigerung der Kohleproduktion und zwar in der Auslastung der Kohleverarbeitungsanlagen, ne? Ja, und dann hoffe ich, dass dann auch diese Abläufe hier sich ein bisschen flutschiger darstellen, ne? Dass das Ganze ein bisschen besser läuft, Genossen. Ja. Denn das kann auch nicht sein, das darf nicht sein, dass die kleinen Kähne hier ewig rumliegen, Genossen. Denn die sind ja hier zuständig für die Versorgung von Berlikum. Opala, jetzt habe ich es falsch rumgedreht, Genossen. Hier, das wollte ich euch zeigen. Die sind zuständig für die Versorgung von Berlikum und zwar mit Kohle, ne? Nur. Also mittlerweile denke ich drüber nach, das Ganze hier umzubauen, die Kohleversorgung von Berlikum. Und zwar, Genossen, dass wir nicht sagen, wir machen einzelne Versorgungs, vier kleine Häfen für jedes Gewächshaus quasi einen kleinen Vorratshafen. Nein, mittlerweile bin ich der Ansicht, dass es besser wäre, hier einen zentralen Entladehafen für Kohle zu haben, Genossen. Ne? Und da dann auch die Straßenladestation mit anzuschließen. Ja, und dann alle LKWs halt über diesen Hafen laufen zu lassen. Das würde auch dafür sorgen, dass diese Treibstoffprobleme, die hier manchmal auftauchen. Genossen, ihr seht es hier, das läuft nicht. Das Schiff ist voll, also ist nicht voll, aber er hat noch Kohle an Bord. Er hat 2 Tonnen Kohle an Bord.
will jetzt aber tanken, weil er hier aber nicht tanken kann. Weil hier keine Treibstoffversorgung vorrätig ist, das ist keine Option hier in diesen kleinen Ladehäfen, müsste ich ihm jetzt jedes Mal manuell sagen, ja, fahr doch erstmal nach Strausberg und hol dort Kohle ab. Ja? Genossen, also das gefällt mir gar nicht. Das kommt aber auch nur bei diesem Schiff hier vor, also beim am weitest entferntesten Hafen sozusagen von allen. Ne? Ja, Genossen. Stromversorgung haben wir hier, ne? Ja, hier ist eine Stromversorgung. Dann werden jetzt hier Nägel mit Köpfen gemacht. Und zwar, dass es nur so splattert, Genossen. Der Kamerad wird ins Depot geschickt, ja, damit er hier nicht rumsteht. Und ich reiß die ganzen Häfen da jetzt ab. Und ihr seid live dabei. So, den habe ich ins Depot geschickt. Okay. Das ist natürlich schade hier für die LKWs und die Kohleversorgung. Also schön ist das nicht, aber naja. Hier ist noch Kohle, das können wir noch einen Moment laufen lassen. Aber den können wir schon abreißen, hier zerstören, jawohl. Sind noch Fahrzeuge im Inneren. Ja, Genossen, der Winterdienst wartet hier auch, niemand kommt voran. Was machen wir denn hier? Die beiden Kipper, die schicken wir ins Depot. Die können wir ja nachher wieder benutzen quasi. Ne? Ja, die können wir uns wiederholen. Aber erstmal schicken wir die hier hin. Okay. Nein, nicht neuer Stopp. Ins Depot. So, mit dem Häuschen. Genau. Ne? Okay. Das haben wir ganz gut geregelt. Und jetzt schauen wir mal. Hier, ach, der Winterdienst, der ist ja auch noch unterwegs, Genossen. Der Winterdienst ist auch noch da, aber der sollte ja von selber jetzt hier wegfahren. Sehr gut. Okay. Also können wir jetzt hier beide Gebäude abreißen, ja. Ja, schön ist das nicht, aber so ist es halt, Genossen. Ja, jawohl, wirklich abreißen. Okay. Und, hier machen wir das alles neu. Haben wir ja gesagt. Ne? Genau, haben wir gesagt. Das heißt, dass passt hier schon so ein Verladehafen rein? Können wir ja mal gucken, oder? Und zwar bräuchten wir denn hier Hafen für Aggregate Unloading. Unloading haben wir gesagt. Ne? Unloading. Okay. Ja, den so kriegen wir den hier auch nicht. Ne? Da müssten wir hier ein bisschen Gelände wegnehmen. Ne? Das machen wir mal, Genossen, hier. Das geht ja relativ schnell. Okay. Na, noch ein bisschen hier. Ja, komm, Astral, blende doch mal hier den Wireframe ein. Ja, ihr habt ja recht. Jetzt haben wir den auch. Dann geht das Ganze hier doch viel elastischer. So. Und das Ganze hier jetzt auch. Die Seiten noch, ne? Genau. Weil dann könnte man den ja mit dem Pier hier zum Fluss hin ausrichten. Dann sollte das passen. Hier die Ecke nehmen wir mal komplett weg. Okay. Das dauert, Genossen. Das dauert. Hier, ich gehe mal auf Pause jetzt, ja? Nicht, dass jetzt dunkel wird. Dann können wir uns das Ganze nicht mehr anschauen. Okay. So, und dann haben wir gesagt, Aggregate Unloading. Und so, das soll jetzt unser neuer Kohlehafen werden. So sieht das eigentlich ganz gut aus hier, ne? Als ob das hier passen würde sogar. Zeig mal her. Ja. Na, die Ecke da hinten wahrscheinlich noch, ne? Hier das Ganze noch. So, und hier planieren wir das auch nochmal. Okay. Ja, will er doch nicht, nein. Ja,
Genossen, das ist wahrscheinlich noch zu hoch, was ich hier... Oder wird er hier gestört irgendwo? Nee. Okay, also liegt es hier an der Uferlinie sozusagen. Aha. Probieren wir das Ganze nochmal. Naja, siehst du, da klappt es doch schon. Aggregate Unloading. Okay, so. So, Genossen, und das wird nämlich jetzt unsere neue Ladestation hier für die Kohle. Das heißt, hier machen wir noch ein bisschen, hier planieren wir das Ganze noch ein bisschen. Und dann kommt hier ein kleines Lager hin. Ja. Haben wir hier Freilager mit dabei? Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir nicht Freilager. Wir bräuchten das hier. Kleiner Rohstoffspeicher. Ein kleiner reicht aber aus. Ja, Astral, da hast du recht. Also, machen wir so. Also hoffe ich mal. Hoffe ich mal, sage ich hier einfach so. Ne? Ja. Könnte natürlich hier oben direkt eine LKW-Entladestation mal dran setzen, ne, Genossen? Ich meine, wir haben zwar super viele Baustellen gerade offen, aber hier LKW-Rohstoffe beladen. Das wollen wir machen. Wir wollen die LKWs hier mit Kohle beladen, Genossen. Und zwar hier irgendwo. Oder hier. So. Das heißt, wir müssten hier die Straße, die muss hier hinter durch. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber so ist es halt. Oder hier in der Mitte durch. Ja, Genossen, das machen wir. Also doch hier ganz hier schmeidig. Ja. Sehr gut. Okay. Ja. So, und dann müssten wir dafür sorgen, dass hier die Verbindung hergestellt wird von der Förderpipeline. Ne? Eigentlich nur einmal rein und raus. Ja. Einmal rein und raus, Genossen. Kriegen wir das hin? Nee, kriegen wir nicht hin, ne? Dafür müssten wir vielleicht nämlich schon hier dann so ein Dreier nehmen. Aber irgendwie will er hier nicht über die Straße rüber, ne? Ne? Die abgehende Verbindung vom Speicher, die ist irgendwie blöde. Also, dann reißen wir die nämlich nochmal ab hier, Genossen. Ich bin ja auf Pause, von daher. Ja, das... kann ruhig dauern hier. Also ich habe die nochmal abgerissen. Und wir schauen mal, ob so eine gerade Verbindung hier besser ist. Ja, anscheinend nicht. Ne? Anscheinend nicht, Genossen. Oh Mann. Was machen wir hier jetzt? Noch so ein Stückchen so. Und dann mal so. Dann das Ganze hier wieder weg. Und jetzt mal schauen, ob das... so passt, wie wir uns das vorstellen. Hier soll er reinkommen. Na komm doch mal rein hier, Genosse. Keine Eingangsverbindung, ne? Wirklich nicht. Unter gar keinen Umständen. Ja, das ist schade. Und wenn wir die Straße hier wegreißen, willst du dann was machen? Ja, dann ja. Naja, super. Also, dann probieren wir mal Folgendes, Genossen. Das Schöne ist das jetzt hier nicht. Das heißt, wir müssten hier ein bisschen mehr einebnen. Ja, jetzt kommt
kommen wir nämlich hier irgendwo auch in so ein Gebiet, wo die ganzen Bagger von unseren Baubüros nicht mehr so mitarbeiten beim Terraforming, weil sie zu weit weg sind einfach. Aber dann ist der Plan jetzt, diese kleine Übertragung hier hinzusetzen und das Ganze hinten zu umgehen, Genossen. Ja? Das probieren wir mal aus. Jetzt hole ich mir nochmal hier den Dreier. Okay. Ja, okay, gut genug. Gut genug, Genossen. Und hier sagen wir jetzt, dass wir hier lang gehen. Schade, da wäre natürlich super schön gewesen, oder? Kriegen wir das doch hin? Oh ja, immerhin, immerhin, Genossen. Das heißt, dass dieses Stückchen hier auch wieder weggerissen werden kann, denn hier kommt sowieso niemand durch. Ne, hier kommt niemand durch. Und das hier kann auch nochmal optimiert werden. Naja, ich hätte es auch so lassen können, Genossen, aber... Haha, jetzt will er es nicht mehr, ne? Naja, Probieren wir nochmal was ganz anderes. Wir werden hier das Gelände nochmal ein bisschen, so, bisschen einebnen, also ausgleichen, ne? Okay. Dann kriegen wir hier immer noch keine Kurve hin. Ah, schade aber auch. Ja, probieren wir das mal so hier. So. Ja. Okay. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Haben wir jetzt unseren Kohleladerhafen hier fertig geplant, Genossen? Ja, ne? Ich meine schon. Nichts vergessen? Ne, ein kleines Lager haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ladestation haben wir auch. Okay. Das bedeutet, dass zwei von den Gewächshäusern jetzt keine Kohle mehr gleich haben werden. Ne? Und ja, das nehmen wir aber in Kauf, Genossen. Denn Pflanzen haben wir hier genug. Vorhin waren hier 2.500 Tonnen. Da ein Schiff kam hier einmal an. Von daher, ja, das ist gut genug. Ja, Genossen. Und hier seht ihr nämlich auch schon, die Erweiterungsarbeiten, das ist quasi der Chemieteil von Berlicum, denn hier habe ich zwei große Chemiefabriken niedergesetzt und die Bauarbeiten hier haben auch schon begonnen, Genossen. Diese Chemiefabriken, was braucht eine Chemiefabrik? Da denken wir doch mal nach. Ich nehme einen Schluck zu trinken. Also, was braucht eine Chemiefabrik, Genossen? Eine Chemiefabrik braucht Kies, sie braucht Holz, sie braucht nur Rohöl und was war es noch? Pflanzen, Genossen, Pflanzen, genau. Und das erklärt auch die Lage hier. Ich habe sie hier, ja, nahe Berlicum niedergesetzt, damit wir die Pflanzen hier nicht großartig durch die Gegend transportieren müssen. Dann haben wir Folgendes geplant. Für die Ölversorgung, Genossen, ja, da habe ich hier diesen Pumphafen errichtet. Das heißt, hier können Schiffe ankommen. Sie können hier über diese Pipeline Öl löschen, also entladen. Das landet hier in einem Ölfass. Hier geht es weiter über die Straße hinüber und versorgt über diese beiden angeschlossenen Pipelines dann die Chemiefabriken. Ne? Gleichzeitig kann dieser Pumphafen aber auch angesteuert werden von Kraftstofftransportern. Die können hier ihre Ladung löschen, Genossen. Hier geht das über diese Pumpstation in dieses Fass hinein, um von dort aus, ihr seht es hier, das ist diese Pipeline, hier in diese Straßenladestation reinzugehen und hier diesen Hafen zu Straßenladestation, also Straßenüberquerung sozusagen, ne? Um hier sowohl diesen Hafen zu versorgen, als auch diesen Hafen, Genossen. Ne?
Ist ein bisschen komplizierter eigentlich, als ich es eigentlich haben wollte. Aber so ist es dann hinten rausgekommen. Ne? Und das wird derzeit hier gebaut, Genossen. Genau. Daneben haben wir hier noch eine Ladestation für den Kies. Das heißt, das ist hier so ein 50-Tonnen-Freilager. Eigentlich das, was wir hier auf der anderen Seite gerade abgerissen haben für die Kohle, Genossen. Denn das hat nicht gut funktioniert. Das haben wir gesehen. Ne? Das hat nicht gut funktioniert. Da werde ich jetzt in Zukunft lieber ein von den Hopper-Schiffen dann hinschicken und dafür vier von den kleinen außer Betrieb nehmen. Denn, das ist ineffizient, Genossen. Dann fällt uns hier immer wieder mal ein Gewächshaus außer Betrieb. Das muss nicht sein. Ne? Von daher, ja. Der Abtransport, Genossen, der Abtransport der Chemikalien. Der Abtransport erfolgt über, ganz normal, per LKW. Und da ist geplant, dass hier in dieser Straßenladestation diese LKWs entladen werden. Dann haben wir hier den berühmten Tower, Genossen, den ich ja auch schon mehrfach eingesetzt habe. Und der wird sich hier als Lager für unsere flüssige Chemie natürlich hervorragend eignen. Und ist hier an die Straßenladestation angeschlossen und wiederum auch an diesen Ladehafen, sodass über diesen Ladehafen dann auch Chemikalien republikweit und auch über die Grenzen unserer Republik hinaus verladen werden können. Und sonst auch alternativ natürlich hier über die Straßenladestation können auch LKWs sich wieder Chemikalien holen, ne? Genau, Genossen, das ist ja unser Chemikalienhafen hier. Und gleichzeitig auch noch der Treibstoffversorgungshafen für Berlikum jetzt, ne? Denn sobald die Raffinerie, und die schauen wir uns jetzt mal an, denn sobald diese Raffinerie hier, Genossen, das ist dieses Gebäude hier, sobald das hier mal läuft, dann werden wir ja auch unseren eigenen Treibstoff herstellen, ne? Wo sind wir jetzt, Genossen? Ich zoome nochmal raus. Hier seht ihr es. Hier ist Strausberg, hier ist Waloka. Hier ist die Brücke für die LPG, die wir errichtet hatten. Und auf dieser Halbinsel hier, hier ist alles noch Ölvorkommen. Deswegen habe ich das jetzt nicht zugesiedelt oder großartig da was drauf gebaut, ne? Sondern habe die Verarbeitung und die Speicher hier an das Ende gesetzt, Genossen. Und ihr seht es, hier ist die Brücke. Das heißt, alle Fahrzeuge kommen hier über die Brücke. Und relativ nah an der Brücke, ich lasse es jetzt auch mal weiterlaufen, damit wir uns ein bisschen hier den Baustellenverkehr anschauen können. Und relativ nah hinter der Brücke ist auch die Baustelle hier direkt von der Raffinerie. Wie läuft es auf der Raffineriebaustelle? Na, die sind schon ganz gut vorangekommen, ne? 40% haben die bestimmt auch schon. Und was brauchen sie noch? 52 Tonnen mechanische Bauteile. Ja, die bauen wir selber, von daher, da können sie reichlich von benutzen. Das stört uns nicht. Ne? Wollen wir uns das mal anschauen hier, die Logistik von der Raffinerie, Genossen? Denn wenn es jetzt dunkel ist, da passt das ganz gut. Schaut mal hier. Also von diesem Lager hier, das ist ja das Öllager, das Rohöllager, was wir bislang immer benutzt haben, Genossen. Da geht jetzt hier eine Pipeline entlang der Autobahn. Und die ist aber auch noch nicht fertig errichtet. Ne? Ihr seht es hier, das ist auch noch, hat noch Projektstatus quasi. Aber die Pumpen werden so langsam gebaut. Ne? Ja, Ressourcen auf der Baustelle, ein bisschen was ist da, da wird noch was benötigt. Auch mechanische Komponenten wieder, okay. Aber gut, es geht voran ein bisschen, Genossen, das ist schön zu sehen. Also lassen wir weiterlaufen hier, ne? Die Pipeline seht ihr hier, die geht halt immer weiter, immer weiter. Und hier ist auch schon ein Stück fertig, jawohl. Und geht hier in das Hauptlager, also in das Rohöl-Eingangshauptlager hinein. Ne? Das hat dann 13.500 Tonnen Lagervolumen, Genossen. Und gibt das Rohöl von hier aus ab, über die Straßen hinüber. Und schlussendlich hier in die Raffinerie hinein. Ne? Gleichzeitig haben wir hier auch noch eine Unterbrechung mit eingebaut, damit es auch möglich wird,
Rohöl eventuell hier mit über den Hafen zu verladen, Genossen. Ne? Was haben wir hier? Letzte Chance zum Kauf, Genossen. Transtar CO4070. Ja, das ist so ein amerikanisches Fahrzeug hier, ne? Ah, das brauchen wir jetzt nicht, Genossen. Das brauchen wir nicht. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Und, ja. Also, das Rohöl geht in die Raffinerie hinein, Genossen. Und diese hat dann drei Ausgangslager zur Verfügung. Zwei von diesen Lagern sind für die Lagerung von Treibstoff und eines ist für Bitumen, Genossen. Das für Bitumen, das sehen wir hier hinten. Ne? Ja, und gleichzeitig versorgt dann unsere Raffinerie diese Häfen hier, die Ladehäfen, auch mit Treibstoff, sodass hier kein LKW-Verkehr für die Eigentreibstoffversorgung notwendig ist. Und ja, gibt es hier sonst noch was? Ja, ich sollte mal, Genossen, hier die Pipelines endlich mal im Bau geben, ne? Sonst passiert hier nämlich nie was. So, jetzt haben wir die alle mal im Bau gegeben. Ja, das ist der Plan soweit, Genossen. Das Einzige, was jetzt noch nicht errichtet wurde, ist eigentlich die Arbeiterversorgung für die Raffinerie, Genossen. Aber da plane ich dann eventuell auch wieder auf eine Trolleybuslinie zurückzugreifen, da die Brücke hier ja auch schon Trolleybus geeignet ausgebaut worden ist. Und die Linie könnte man ja hier langlegen, hier hinten. Und könnte hier lang gehen in unser Erweiterungsgebiet hinein, ne? Wo jetzt ja hier auch die Neubauten stattfinden, Genossen. Von daher, da ist Spielraum vorhanden und der Weg zur Raffinerie ist auch nicht allzu weit, da sie auch direkt hinter der Brücke ist, ne? Die ist nicht weit weg, Genossen, ja. Und das soll dann auch unser republikweiter zentraler Ladeplatz für Treibstoff werden halt, ne? So dass wir von hier auch die Treibstoffdistribution erledigen können, Genossen. Das heißt, dass denn auch dieses Distributionsbüro, was wir hier auf der Seite noch haben, hier ist es mittlerweile ein bisschen eingewachsen sozusagen, dass wir das dann umlagern oder auf jeden Fall die Aufgaben einem anderen Distributionsbüro zuteilen, was dann hier sein Zuhause irgendwo findet, ne? Denn der erste Punkt ist ja doch immer die Beladung mit Treibstoff. Und wenn der Ladepunkt natürlich hier irgendwo ist, Genossen, denn ich habe hier auch so eine LKW-Ladestation für Treibstoff mit eingebaut. Wo ist die eigentlich hier? Ist das die hier, Genossen? Aber hier ist noch keine Pipeline mit dran, ne? Astra, die Pipeline muss hier ran. Kann das sein? Nee. Das ist die Rohölpipeline hier, die geht hier lang. Ja, wir schauen uns das nachher mal in Ruhe an, Genossen, wenn die Bauarbeiten ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Aber das sieht richtig gut aus hier, ne? Mit dem Kran dabei. Also das gefällt mir, Genossen. Ja, und ihr seht es schon beim Terraform, denn ich habe hier diese Durchfahrt. Ah, hier ein bisschen zu weit. Hier diese Durchfahrt, ne? Hier. Und auch hier, da habe ich hier ordentlich was weggenommen von dieser Insel hier. Und ja, nur dieses Kies-Island hier, das war die ursprüngliche Küstenlinie, Genossen. Ne? Das hier, das ist die original ursprüngliche Küstenlinie. Aber da hatte ich dann wirklich keinen Elan mehr, noch weiter Terra zu formen. Von daher haben wir das mal übrig gelassen, Genossen, ja. Wie ist es mit der LPG gelaufen? Eine berechtigte Frage. Ah, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder unterbrechen muss, Genossen. Aber ihr seht es hier wieder. Diese kleinen Piffelboote, sobald die Ladestation zu weit weg ist, also quasi die Station auf ihrer Route, wo sie tanken können, dann sind sie gar nicht mehr zufrieden, Genossen. Ne? Nee. Das heißt, ihm muss ich jetzt, ja gut, das ist kein Problem, das Lager ist so gut wie voll, aber ihm muss ich jetzt auch wieder sagen, fahr zurück nach Strausberg zum Laden, damit du dort tanken kannst. Ja, na super, Genossen. Von daher,
diese kleinen Lager slash Ladestationen slash Häfen, also bringen doch einige Probleme mit sich, ne? Aufgrund der nicht gegebenen Treibstoffversorgung. Ja. Wie sieht's denn hier aus am Hafen? Ja, ein Ballett von diversen Schiffen. Aber ihr seht es hier, Genossen, ne? Das Kohle-Exportlager leert sich beständig. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Genossen. Das heißt, die Kohleversorgung, die ist dringend verbesserungswürdig. Ne? Aber hier gehen die Bauarbeiten ja auch voran. Ne? Kann man nicht meckern. Hier, schaut mal, die Förderbänder sind sie da gerade dabei. Ne? Das geht ganz gut voran. Ja, was gibt's in Kolditz Neues? Haben die Kolditzer hier auch was an Neuigkeitswert beizutragen? Eigentlich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht, Genossen. Außer, dass die Treibstoffversorgung hier natürlich auch wieder so eine Sache ist. Denn hier liegen die... Ach, das hatte ich noch nicht eingestellt, Genossen, ne? Ja. Ursprünglich hatte ich die nämlich hier an ein Distributionsbüro mit rangehängt. Das hat aber nicht geklappt, Genossen. Deswegen habe ich aus diesem Distributionsbüro zwei von den Minol-LKWs abgezogen und werde das jetzt vorläufig althergebracht hier manuell erledigen. Das heißt, die werden den Job haben, hier zu laden, Treibstoff zu laden. Nicht entladen, hier sollt ihr beladen, Genossen. Und zwar Treibstoff. Und ihr sollt warten, bis ihr beladen seid. Und hier entladen. Und auch warten, bis du entladen bist. Ja. Das heißt, für den ersten von den beiden haben wir jetzt hier die Treibstoffversorgung hergestellt. Und für den zweiten machen wir das auch noch schnell, Genossen. Das heißt, die werden jetzt hier ein paar Mal hin und her pendeln. Ist ja nicht so weit der Weg, ne? Deswegen können wir hier auch die IVG 5 wieder mal zum Einsatz bringen. Und hier auch jetzt nur genau umgekehrt, Genossen. Hier beladen und hier entladen. Jawohl. Und hier warten bis entladen. Ja, beladen sollte eigentlich kein Problem sein, denn... Da ist ja dieser riesige LKW davor mit den 105 Tonnen, der da immer zur Grenze hin pendelt. Okay, starten, ne? Ja, das können wir so veranlassen. Wie ist die Füllsituation bei unserem Kornspeicher, Genossen? Da bin ich mal gespannt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ausnahmsweise ja mal gut aus hier. Ne? Jetzt hier mit knapp 80%. Die Schlange hat sich auch deutlich reduziert, Genossen. Hier zu Anfang, da standen die ja bis hier um die Ecke, ne? Das war ja ganz furchtbar. Ja, das heißt aber, dass die Nahrungsmittelproduktion derzeit kein Problem darstellt, ne? Das Problem, was sich aus der Nahrung ergab, das war die weitere Verteilung derselben, Genossen. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber hier war eigentlich das Distributionsbüro, was den Job hatte, den Zement aus Waloka nach Eisenhüttenstadt zu bringen. Nur den Genossen, die haben ein paar LKWs noch zugeteilt, die sind hier jetzt zu finden. Ne? Die sehen eigentlich auch echt cool aus, ja. Also von nahen hatte ich die jetzt auch nicht gesehen. Und, Die Aufgabe bleibt die gleiche. Ne? Hier sorgt dafür, dass in Eisenhüttenstadt der Zementspeicher voll ist. Und das frei werdende Distributionsbüro, Genossen, das haben wir hier mit IVG W50 gefüllt. Und die helfen jetzt mit bei der Versorgung unserer... Oh, was brennt denn hier, Genossen? Kriegt man da gar keine Meldungen mehr darüber. Hier, das Theater brennt und das erfährt man sozusagen... Auf Nachfrage. Naja, gut, da kommt hier da kommt unsere Hightech-Feuerwehr auch schon angeschlichen. Naja. Das haben sie aber schon gelöscht, Genossen. Ja.
Sehr gut. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte euch nämlich erzählen, dass die Distribution jetzt besser läuft, der Lebensmittel. Denn das war eine Engstelle, Genossen. Das war ein Schwachpunkt. Der neue Supermarkt hier, der hier mit draußen ist, Supermarkt, Kaufhalle natürlich, Genossen, ne? Der hatte ja gar keine Waren. Und das hat sich jetzt aber auch schon wieder verbessert. Ja, das ist wirklich gut zu sehen, Genossen. Das läuft. Okay. Ja, so weit, so gut hier in Strausberg, oder? Wir schauen noch einmal nach der Baustelle hier für den neuen Kohleschacht. Aber da müssen wir auch die Brücke noch fertig bauen. Naja, das dauert, ne? Das dauert, Genossen. Okay. Komm, wir setzen mal die Beschleunigung rein hier. Vielleicht kommen wir nochmal in den Sommer rein in dieser Episode. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich euch immer im Winter abhole hier, ne? Das soll ja auch nicht so sein, Genossen. Das Schiffschaos hier lichtet sich langsam ein bisschen, oder? Bilde ich mir das ein. Ah ja. Also ist schon gut reger Schiffsverkehr, das kann man wohl sagen, Genossen. Ja. Und wenn die Bauarbeiten hier abgeschlossen sind, dann müssen wir nur daran denken, dass wir hier einen Hopper zuteilen, damit das hier mit Kohle versorgt werden kann, ne? Ich wollte mal schauen, was hier... Ach, er liefert hier. Hier werden... was wird hier benötigt? Asphalt, Beton, Kies. Okay. Oder war... Nee, das war der Winterdienst, Genossen. Das war der Winterdienst, der hier einmal lang gerasselt ist. Und hier ist auch noch kein Konstruktionsbüro mit dran, ne? Ah, dann müssen wir wieder hier alles an- und ausschalten. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal, Genossen. Freude macht das nicht. Ja, die Baustellen dann... Ja, müssen wir hier auch machen. Seht ihr, ne? Warum auch immer hat er nicht von selber gepackt. Ah, gut. Müssen wir, glaube ich, für alle machen. Wieso? Und die Ladestation, die hatte ich auch noch nicht, ne? So, okay. Ja, Genossen. Das sieht ganz gut aus, so. Und ich muss mich erstmal heute bei euch entschuldigen, denn ihr werdet sicherlich ein kleines Hintergrundrauschen hören. Das ist die Klimaanlage, die heute hier läuft, bei den unmenschlichen Temperaturen. Da war das einfach notwendig, Genossen. Sonst hätte ich das Video heute auch nicht machen können. Ne? Von daher, wenn euch trotz des Rauschens der Content gefällt und ihr Anmerkungen dazu habt und Kommentare, dann freue ich mich darüber wirklich sehr. Schreibt das einfach hier in die Kommentare unter das Video und vielen Dank dafür an euch. Und solltet ihr noch kein Abo gemacht haben vom Kanal, dann steht euch das natürlich gerne frei. Ich freue mich darüber sehr. Und wenn YouTube sieht, ey, das möchten die Leute ja mehr sehen, dann werden die das ja auch irgendwie weiter verbreiten. Ne? Die wissen ja, was sie machen, Genossen. Ja. Ja, die Bauarbeiten gehen los hier hinten, sehr gut. Die Baustelle, die wir selbst hier veranlasst haben, gerade zusammen. Und ich gebe zu, diese Straßenanbindung hier ist recht gewagt und schön ist was anderes. Aber sonst hätte man das hier alles nochmal wegreißen müssen. Und das wäre dann zu viel Aufwand gewesen, Genossen, ne? Von daher, da ist das den Umständen entsprechend angemessen. Und wir schauen mal nach der Region. Na, hier ist jetzt auch kein Treibsch. Ja, Genossen, das... Gut, dass wir da hinten größere Ladestationen bauen. Denn das kann doch wohl nicht sein, oder? Die Kleinen, die kann ich ja dann alle wegreißen. Wenn das hier jetzt auch losgeht. Ich dachte, es läge nur an diesen hier aufgrund der Entfernung. Aber hier... Ja, also müsst ihr jetzt auch wieder... zum Hafen. Ja, das geht so nicht, Genossen. Ich kann hier nicht immer manuell eingreifen und die Freigabe zum Tanken erteilen. Wo kommen wir denn da hin? Das heißt auch, dass jetzt die ganzen fehlt Kohle, ganz genau. Aha.
dass derzeit Berlicum nämlich gar nicht läuft, Genossen. Aber gut, das ist ein temporäres Problem. Und auf das Getreide sind wir jetzt auch nicht so dringend angewiesen, Genossen. Denn unser Getreidespeicher hier ist gut gefüllt, immer noch mit 12.000 Tonnen, ne? Beinahe 12.000 Tonnen, Genossen. Ah, ich wollte mal nachschauen. Hier von der Produktion, Wirtschaft und Handel im letzten Jahr. Was haben wir an inländischer Produktion im letzten Jahr insgesamt, aber insbesondere Pflanzen? Ah, okay. 22.604 Tonnen Pflanzen haben wir im gesamten Jahr erzeugt. Und dieser deutliche Ausschlag, das ist natürlich die Ernte, Genossen, ne? Das ist die Ernte und das Grundrauschen, was die Mini-Ausschläge da in der Nähe des Bodens sind, das ist Berlicum. Denn Berlicum produziert ja immer durchgängig, unabhängig jetzt von den Erntezeiten oder saisonalen Schwankungen, ne? Ja, Genossen, 22.000 Tonnen. Das ist schon ganz anständig. Was war es denn im Jahr zuvor? Ach, das ist schon letztes Jahr, ne? Und dieses Jahr, wir sind im Februar, ja, da macht das keinen Sinn. Da macht das keinen Sinn. Sonst im letzten Jahr, lass uns doch mal durchgehen. Ja, der Strom war zuverlässig da. Öl, haha, hier sieht man auch wieder ein halbes Jahr lang keine Öl produziert. Warum, Genossen? Weil der Speicher nämlich voll war, weil unsere Züge mal wieder sich in der Weiche geirrt hatten und ich weiß auch nicht, ob da der Klassenfeind beigeht und die Weiche umstellt und ja, Genossen, irgendwie müsste man da auch mal beigehen, dass diese vermeidbaren Ölexportpausen mal hier unterbunden werden in Zukunft, ne? Ja, genau. Na gut, schauen wir mal weiter hier. Das Kohlenerz, ja, Kohle auch gut, Kies, Beton, Essen. Haben wir deutlich gesteigert, Genossen, hier mit dem Essen, ne? Das sieht man, ja. Denn hier hat sich die Verbesserung einfach der Pflanzenversorgung als das große Plus herausgestellt. Alkohol sollte eigentlich durchgängig ein bisschen sein, denn da produzieren wir ja nur zum Eigenbedarf hier. Pflanzen hatten wir schon, das Fleisch läuft auch, Vieh, okay, ja. Zement, je nach Bedarf natürlich, genau. Holz. Ja, Holz läuft eigentlich auch bis auf den Hochsommer, ne, wo die Speicher dann auch vom Heizkraftwerk gefüllt sind. Sonst läuft das auch ganz gut durch. Stahl, Genossen. Ja. Stahlproduktion. Eigentlich für die zweite Hälfte. Also abgesehen von den ersten zwei, drei Monaten sieht das ja ganz gut aus. Bis auf die zwei tiefen Einschnitte, Genossen. Und ihr seht auch, dass im letzten Segment die Punkte wesentlich weiter unten sind. Und das ist einfach auf den Mangel jetzt an Kohle zurückzuführen, Genossen. Ich hatte euch ja gezeigt, dass ich die Anzahl der Arbeiter da auf 400 eingestellt hatte. Also runtergedreht habe von 500, ja. Denn die gehen ja durch die Kohle durch wie nichts Gutes. Ich glaube, das sind 500 Tonnen am Tag oder so. Absurder, ist Wahnsinn, wirklich. Letzte Chance zum Kauf. Was können wir hier wieder verpassen, Genossen? Sonder-SKD. Skoda, ne? Skoda 8T. Okay. Ja, aber das war so ein Trolleybus. Ist das denn unser Trolleybus hier, den wir, Genossen, hier den Wireframe, den können wir ausblenden, ne? Das ist ja nun echt nicht so spannend. Und ich will mal hier im Trolleybus-Depot schauen, ob das der Trolleybus ist, den wir ja immer nehmen. Ne, das ist der, den wir hier nehmen. Und der, ja, die Jahreszahl bis 84, Genossen. Bis 1984, okay. Ja, Genossen, der nächste Fünfjahresplan, der muss auch festgelegt werden hier. Dafür brauchen wir ja auch unser Regierungsviertel und eigentlich auch die Parteizentrale, damit die Partei hier ordentlich mal loslegen kann. Ja, jetzt liegt aber auch keiner am Hafen, ne? Nee.
So wie sie kommen, werden sie auch ausgeladen, Genossen. Ja. Naja. Also, das Regierungsviertel. Hier geht's weiter. Und da sehen wir einen anständigen Staugenossen. Ja. Aber. Ja, die Universität steht schon, ne? Herrlich. Temperature is too low. Ja klar, die Heizungsversorgung ist noch nicht da. Aber wirklich schönes Gebäude, Genossen, ne? Wirklich sehr schön. Wenn man von hier aus dann drauf zukommt. Ja. Da weiß man schon, das sieht nach was aus, quasi, oder? Ja. Zeig mal hier, wir fahren mal hier ein Stückchen mit, oder? Stellen wir uns mal in den Stau, Genossen. Komm, stellen wir uns mal in den Stau. Also, wie machen wir das? So machen wir das. Hier fahren wir jetzt auf die Baustelle. Sehr gut, hier ist der Eingang. Die Botschaften hier links. Okay. Ja, da sind die Ministeriumsbaustellen, wo die Betonarbeiten losgehen. Ja, die Fahnen, Genossen, die Flaggen, ne? Die hatte ich nämlich auch schon hier hingestellt. Denn die habe ich gekauft gehabt. Sonst hätte man jedes Mal ein kleines Stück Gehweg nämlich da als Anschluss errichten müssen. Und das wollte ich nicht, Genossen. Das hätte man machen können, wollte ich aber nicht. Das war eine bewusste Entscheidung, genau. Ja, das ist die Baustelle der Parteizentrale, wenn ich mich nicht irre, oder? Oh, man sieht auch nichts hier bei dem Staub und... na gut, ich habe denen ja auch nur so eine Sandpiste hier zugestanden. Und ja, jetzt stehen wir hier im Stau, Genossen. Genau. Ja, aber schön zu sehen, dass es gut läuft, ne? Also ich finde das super, Genossen. Nicht, dass hier jetzt ein Stau ist, aber zu sehen, dass die LKWs hier alle laufen. Und... Das ist ja hier quasi wie ein Highway auf der Straße, Genossen. Also ein Highway, der, wie soll man sagen, die Lieferkette auf der Straße, das meine ich nämlich. Genau. Und hier seht ihr auch, Genossen, denn anlässlich der großen Hungerkatastrophe, wir erinnern uns alle an die tausenden Toten, die wir noch vor ein paar Jahren zu beklagen hatten, da hat die Führung entschieden, hier in Eisenhüttenstadt eine zentrale republikweite Gedenkstätte zu errichten, Genossen. Und die nimmt hier langsam auch Form an. Ne? Wir können da mal schnell drüber herfliegen, denn die Bauarbeiten laufen hier noch, von daher, das ist noch nicht für die Besichtigung der Öffentlichkeit hier freigegeben. Auch die Botaniker waren hier noch nicht, also da gehören noch ein paar Blümchen mit hin und ein paar Bäume gepflanzt und ja. Und angelegt ist das Ganze als siebenstufiger Leerpfad. Und bewusst fängt man unten an, denn er soll schwierig sein. Man muss den Berg hochlaufen und alle sieben Stationen ablaufen. Und hier geht es dann unten los, ne? Mit dem kleinen Triumphbogen. Danach kommt die ewige Flamme. Hier ist noch sind die Namen der Opfer dann nochmal vermerkt. Denn ist hier auch schon die zweite Andachtsstelle quasi. Ne? Das sieht auch ganz gut aus, Genossen. Ja. Man quält sich weiter den Berg hoch. Hier ist noch Baufläche. Da läuft noch eine Ausschreibung unter den Architekten unserer Republik, Genossen. Ne? Die überlegen sich da gerade noch was damit hin soll. Und hier haben wir wiederum die sieben Stelen, Genossen. Das soll unsere Genossen... Ja, nochmal soll unseren Genossen nochmal in Erinnerung rufen, dass sie hier ja auch nicht zum Spaß unterwegs sind. Ne? Aber ich glaube, das wissen sie, Genossen. Denn hier geht es aber direkt weiter. Und mit einer kleinen Erfrischung denn mal. Ne? Weil sie sind jetzt schon vier Stationen hier den Berg hochgelaufen. Ne? Fünf. Und können sich hier am Brunnen erfrischen, Genossen. Dann hatte ich hier geplant, so ein kleines Familien- und Informationszentrum einzurichten, um dann hier ganz oben, Genossen, das ist natürlich der Höhepunkt, hier ist die zentrale Andachtsstelle für die Genossen unserer Republik und es ist auch
ja eigentlich für jeden Einwohner eine Verpflichtung, hier einmal in seinem Leben hochgepilgert zu sein. Ne? Ja. Für diejenigen unter uns, die nicht so gut zu Fuß sind, Genossen, und da muss man ja auch drauf Rücksicht nehmen. Wir haben Teilnehmer aus verschiedenen Kriegen hier, wir haben Einarmige, wir haben Einbeinige und manche können nicht sehen, andere hören wiederum nichts und vielfältigste Einschränkungen. Ne? Und die Leute, die nicht laufen können, Genossen, an die müssen wir ja auch denken. Die dürfen nämlich hier, aber nur die und nicht jeder Hans und Franz, die dürfen hier nämlich mit der Seilbahn hochfahren, Genossen. Die errichten wir extra hier. Ja. Hier ist die Station oben und ihr seht es ja auch schon, die Seilbahn, ja, Pfeile oder wie nennt man das, die Träger hier, die sind auch im Bau und teilweise sind sie auch schon fertig gebaut. Ne? Und die Bodenstation, die ist auch schon fertig, Genossen. Da können wir eigentlich sagen, dass hier niemand warten soll. Ich weiß nicht, ob hier jetzt jemand hinläuft, solange das Ding noch nicht in Betrieb ist. Aber naja, wenn man es vermeiden kann. Der Straßenbau muss ja auch noch passieren, Genossen. Ne? Von daher denke ich, dass das eine interessante Seilbahnfahrt wiederum sein wird. Die denn hier, leider hängt das Kabel hier wieder so durch, aber gut. Hier den Berg hochgehen wird, dück, 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 um dann hier oben anzukommen, Genossen. Ne? Und gleichzeitig hat man hier auch eine schöne Aussicht auf das Regierungsviertel. Hier seht ihr, dass die Bauarbeiten da ja auch mit, ja, also mit einem Tempo vorangehen. Das finde ich immer wieder beeindruckend, wirklich. Wie schnell unsere Bautrupps hier solche Großprojekte runterreißen. Wollen wir mal schauen hier. Das sind Ressourcen auf der Baustelle. Okay, was brauchen wir denn noch? Stahl ein bisschen, 25 Tonnen, 32 Tonnen Beton, 300 Tonnen Platten, okay. Naja, ist doch schön, Genossen. Ist doch schön, wenn das endlich mal verbraucht wird, das olle Gelump. Denn das liegt ja hier in Valoka auf Halde und wir schauen mal, wie hier die Bauarbeiten laufen. Ja gut, die Produktion in Berlikum ist ja jetzt aufgrund der Kohlebauarbeiten hier, aufgrund des neuen Kohlehafens zum Erliegen gekommen, ne, Genossen? Ja, ich könnte natürlich Micromanagement-mäßig hier immer alles zuweisen, aber da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Also, und ihr seht es, die sind kohlehungrig, ne? Die wollen wirklich Kohle sehen. Von daher werden wir das besser hier hinbauen, einen zentralen Ladehafen mit Treibstoffversorgung und der kann dann von relativ großen Binnenschiffen angesteuert werden. Der bringt dann auf einmal gleich 800 Tonnen Kohle und das reicht dann erstmal, Genossen. Ne? Dann brauchen wir uns nicht hier, da sparen wir vom Schiffsverkehr her. Das ist ja unglaublich, was wir da einsparen. Ne? Das können wir ja bestimmt um 80-90% vielleicht sogar reduzieren. Ne? Ja, Genossen, ihr seht es, hier kommt gerade wieder ein neuer Frachter an und der will 1000 Tonnen Pflanzen laden. Genau, das ist auch sein Job, das haben wir ihm zugewiesen. Und die bringt er dann hier zur Pflanzenentladestation. Ne? Genau, Genossen. Und hier läuft die Verladung von Kohle, ja. Ja, ihr seht es halt, die kleinen Schiffe, die zehn genauso, ne? Die blockieren auch den Hafen dann. Und wenn wir da eine Anzahl X von Einfahrten in diesen Hafen hier vermeiden können pro Jahr und das Ganze durch ein Hopperschiff einsetzen, dann bin ich da sehr zufrieden drüber. Gerade wenn wir dann auch hier diese blöden Meldungen endlich nicht mehr, wenn wir damit nicht mehr umgehen müssen. Jetzt muss ich ihm wieder sagen, bitte fahr doch dahin. Nee, also das nervt hier, Genossen. Das geht so nicht, ne? Das wird alles abgerissen. Da habe ich keine Toleranz für. Ne. Ah, ihr seht es hier, die Bauarbeiten gehen voran. Die Pipeline hier ist fertig. Und bis hierhin, okay. Naja gut, irgendwo... Ah, hier ist eine Pumpe. Habe ich der Pumpe keine Straßenanbindung gegeben, Genossen? Und geht das deswegen? Ah, haha, genau, das geht deswegen nicht voran. Ah, ist auch... Natürlich, ist auf der Seite, Genossen. Ja, komme ich hier denn irgendwie...
Kommen wir hier irgendwie durch, Genossin? Wir müssen hier durch. Es muss ja gebaut werden. Kommen wir nicht. Also, was machen wir da? Wir reißen auf der Seite hier was weg. Setzen jetzt die Straße hier hin. Ja. Das passt ganz... Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, das passt ganz schön. Aber doch. Geht das? Nee, da geht er direkt nach hier hinten rüber, ne? Ich will das ja hier. Na, macht er nicht. Ist zu eng, oder? Zeig mal her. Ja. Ja. Doch, das wollten wir doch haben. Genau. Ja. So. Okay. Und dann bitte schön hier die Pipeline wieder neu errichten. Ne? Ja. Rohrverbindung herstellen. Okay. Ja. Ja, was heißt neu errichten? Die Planung wieder hier neu errichten. Ja, so lassen wir das jetzt. Okay, und geben das den Baugenossen. Sehr gut, dann kann das weitergehen. Dann hat die Pumpe hier auch... Die haben sie schon fertig gebaut, seht ihr, Genossen? Da habe ich nämlich auch die Straße nicht vergessen. Ja. Genauso hier, da wird es auch gebaut. Hier auch. Ja, die Druschba-Pipeline. Bald ist sie fertig, Genossen. Und dann kann das schwarze Gold hier nämlich in unseren Vorratstank reinströmen. Oh, Genossen, ihr hört es, die Stunde ist schon wieder vorbei. Es ist unglaublich. Ja. Aber es waren auch viele Baustellen in dieser Folge. Also beinahe schon zu viele, möchte man sagen. Ne? Ihr seht es hier, die Raffinerie nimmt richtig gut Züge an. Also das Äußere, ne? Die Bauarbeiten gehen gut voran. Aber die Fertigstellung werden wir in dieser Folge nicht mehr erleben. Ne? Das ist was für die nächste Episode, Genossen. Und auf die freue ich mich mit euch zusammen. Und vielleicht sind die Temperaturen dann schon wieder ein bisschen runter, damit wir nicht die Aircondition hier im Hintergrund rauschen haben müssen. Und bis dahin, lasst einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Astral Silber sagt Tschüss für heute. Ciao, ciao.